Ja, Tag zusammen. Glück auf, Ahoi, Schalömchen und Moin. Und vor allen Dingen herzlich willkommen in Newiges. Ich bin hier im Nostalgie-Café der 50er und 60er Jahre und ich darf mich mal umsehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bin völlig überwältigt. Das ist der Hammer hier. Wirklich toll. Ich nehme euch mal mit auf einen kleinen Rundgang. Das Nostalgie-Café in Velbert-Newiges ist ein absoluter Supertipp. Ein Café, wie mehr Retro gar nicht sein kann. Und mal was total anderes als nur Coffee to go. Das ist einfach langsam Kaffee trinken und wie Oma und Opa echt Kaffeekuchen genießen, wie man es anderswo, glaube ich, kein zweites Mal kann. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, besucht mal das Café. Momentan ist es gerade im Umzug, das heißt, die Räumlichkeiten werden neu bezogen. Es ist nur ein Bruchteil der Deko hier und ich werde in Kürze hier nochmal vorbeischauen und da wird der Laden vermutlich gar nicht mehr wiederzuerkennen sein. Jetzt gehe ich erstmal weiter meinen Kaffee genießen. Kein Besuch in Newiges, ohne einmal im Mariendom gewesen zu sein, also nichts wie rein, obwohl es eine etwas fragwürdige Architektur ist. Aber das ist Kunst.
der Mariendom in Newiges. Ein wirklich, ja, düsteres Gotteshaus gar. Also ich empfinde es bedrohlich. Also ein ganz anderes Gotteshaus, obwohl es eigentlich ja in jedem Haus möglich sein sollte, dem lieben Herrgott nahe zu sein. Aber das ist schon eine Architektur, die nicht jedem gefällt. Mein Geschmack ist es nicht, weil es einfach zu bedrohlich und düster ist. Es soll ja Hoffnung geben. Gut, so viel dazu. Ja, liebe Leute, das war auch schon wieder aus Newiges, dem Wallfahrtsort mit dem Mariendom. Ansonsten muss ich sagen, neben dem Ostalgie-Café, ach, hier muss man die Schönheit auch ein bisschen suchen. Ich habe sie heute nicht allzu häufig finden können. Kommt vorbei, überzeugt euch selbst und nehmt auf jeden Fall eine Tasse Kaffee mit einer bergischen Waffel. Kann ich nur sehr empfehlen. Ansonsten bleibt schon neugierig. Bis bald. Euer Strömi von Pottananda.